David war ein einfacher Hirtenbub. Er verbrachte seine Tage auf der Weide bei den Schafen seines Vaters, so wie hunderte andere Kinder in Israel damals auch. Wenn ein böses Tier kam, dann verteidigte er seine Schafe mit der Steinschleuder. Aber meistens waren die Tage ruhig. David setzte sich in den Schatten und spielte auf seiner Zither, auf seinem Instrument. Er erfand gerne Lieder und Gedichte für Gott. Zum Beispiel dieses hier. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen, er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht? Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Eines Tages, als David wieder mit den Schafen auf der Weide war, bekam seine Familie hohen Besuch. Es kam nämlich der Prophet Samuel, von dem du vielleicht schon gehört hast. Der Vater von David begrüßte ihn und Samuel sagte: Gott hat mir gesagt, ich soll einen neuen König salben. Einer von deinen Söhnen wird eines Tages König sein. Also rief er zuerst seinen ersten Sohn. Der wird sicher der Richtige sein für den Thron. Aber Gott sagte ihm, nein, das ist er nicht. Gott schaut nicht drauf, wie jemand ausschaut, sondern wie er im Herzen ist. Also ließ er den nächsten rufen. Aber auch der war es nicht. Auch nicht der Nächste. Auch nicht der Nächste. Ja, es waren sehr viele Söhne in dieser Familie. Und bei jedem von ihnen sagte Gott, nein, das ist nicht der Richtige. Schließlich fragte Samuel den Vater, sind das alle deine Söhne? Da sagte er, nein, der Jüngste, der ist gerade beim Schafehüten. Aber ich kann ihn holen lassen. Und als David kam, sagte Gott zu Samuel, das ist er, auf, salbe ihn. Samuel hatte ein wertvolles, duftendes Öl mitgebracht, mit dem die Könige gesalbt worden sind. So ähnlich, wie man bei der Taufe gesalbt wird, bei der Firmung. Und das goss er über den Kopf. Von diesem Tag an war Gott auf ganz besondere Weise mit dem David. Er wurde aber nicht sofort König, denn es gab ja bereits einen König in Israel. Das war Saul. Saul war am Anfang ein guter König gewesen. Aber jetzt war er oft jähzornig. Er hatte furchtbare Wutanfälle, wo er alles zerschlagen konnte. Eines Tages sagte ein Diener zu ihm, mein König, es ist nicht gut, wenn ihr eure Anfälle habt, dann geht es euch ja nicht gut. Vielleicht würde es euch helfen, wenn jemand euch eine schöne Musik vorspielt. Der König Saul, der an diesem Tag gut gelaunt war, sagte, ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht hilft mir das wirklich. Schau, dass du einen guten Zitherspieler findest. Ja, ich kenne da jemanden. Da gibt's den jungen David, der ist ein Hirtenjunge. Lass ihn herbringen. Er soll immer kommen, wenn es mir nicht gut geht und mir etwas vorspielen. So kam David an den Hof des Königs Saul. Immer wieder, wenn es Saul nicht gut ging, spielte David ihm auf seiner Zither eines der schönen Lieder der Psalmen vor. Dann kehrte er immer wieder zurück zu den Schafen seines Vaters. Immer wieder gab es Krieg mit den Nachbarvölkern. Das waren vor allem die Philister. Und einmal standen sich die beiden Heere wieder gegenüber. Auf der einen Seite Saul mit seinen Kriegern und auf der anderen Seite die Philister. Bei den Philistern war auch ein Mann, der besonders groß und stark war. Er hieß Goliath. Jeden Tag
ging er hinunter in das Tal zwischen den beiden Heerlagern und rief: Na, will denn keiner mit mir kämpfen? Ihr seid doch zum Kampf hierher gekommen. Wir wollen einen Zweikampf machen. Wenn ich gewinne, dann sind die Philister Sieger. Und wenn euer Mann gewinnt, dann seid ihr die Sieger. So machte er sich über die Soldaten Sauls lustig. Jeden Tag. Die Soldaten Sauls hatten wirklich Angst vor dem Goliath. Er war auch zum Fürchten. So groß und so gut bewaffnet und so stark. 40 Tage lang verhöhnte Goliath die Soldaten Sauls. Eines Tages kam der junge David in das Heerlager von König Saul. Die Ältesten von seinen Brüdern waren nämlich auch Soldaten. Und er wollte ihnen eine Jause bringen. Da hörte er, wie Goliath sich über die Soldaten Sauls lustig machten. Und sie machten sich nicht nur über die Soldaten lustig, sondern er sagte auch: Wo ist denn eigentlich euer Gott, von dem ihr immer redet? Das muss ja ein sehr schwacher Gott sein, wenn er euch nicht mal kämpfen helfen kann. Und da sagte David zu den Soldaten: Hey, ihr könnt ihn doch nicht einfach so über unseren Gott reden lassen. Und die Soldaten sagten: Ja, aber das verstehst du nicht, weißt du? Der Goliath ist viel größer und stärker als wir. Wir können nicht gegen ihn kämpfen. Da sagte David: Also wenn ihr nicht gegen ihn kämpfen wollt, dann werde ich gegen ihn kämpfen. Das geht doch nicht, Kleiner. Du bist ja nur ein Kind. Wie willst du gegen diesen ausgebildeten Krieger kämpfen? Ich habe keine Angst. Ich weiß, dass Gott mir helfen wird. Na gut, also dann komm mal mit. Und er brachte ihn zum König Saul. David sagte: König Saul, niemand soll wegen diesem Goliath Angst haben. Ich werde gegen ihn kämpfen. Aber auch Saul sagte: Du bist viel zu klein und zu wenig ausgebildet. Du kannst nicht gegen ihn kämpfen. Da erzählte David stolz: Ich habe schon gegen Bären und Löwen gekämpft und meine Schafe gegen sie verteidigt. Na gut, also wenn du unbedingt willst, dann sollst du gegen ihn kämpfen. Hier hast du meine Rüstung. Und er zog ihm seine eigene Rüstung an. Naja, das siehst du wohl auch. Die Rüstung war David viel zu groß. So sagte er zum König: Danke, guter König, aber ich gehe lieber ohne diese Rüstung, sonst stolper ich nur. Das Einzige, was David mitnahm, war seine Steinschleuder. Und natürlich ein paar Kieselsteine, die er unterwegs sammelte. So ging David hinunter zu Goliath. Goliath schaute ihn nur verächtlich an und sagte: Du Kleiner, willst mit mir kämpfen? Na warte, das ist ja viel zu leicht für mich, dich zu besiegen. Er kam immer näher heran. Aber David sagte: Du kommst zu mir mit Schwert und Waffen. Aber ich komme zu dir im Namen Gottes des Allmächtigen. Er ist stärker als alle Krieger und alle Waffen. Goliath holte mit dem Schwert aus. Da schleuderte David seinen Stein und traf ihn genau auf der Stirn. Die anderen Philister erschraken furchtbar und liefen vor Schreck davon. Die Soldaten Sauls aber jubelten und nahmen die Verfolgten auf und jagten die Philister bis in ihr Land zurück. Später ließ Saul David zu sich rufen. Er war beeindruckt davon, wie der kleine David den großen Goliath besiegt hatte. Und er sagte: David, von nun an sollst du bei mir am Hof leben. Du sollst eine gute Ausbildung als Krieger bekommen, gemeinsam mit meinem Sohn Jonathan. Und David und Jonathan wurden sehr gute Freunde. Die beiden wuchsen heran und waren füreinander wie Brüder.
Und was sie als Erwachsene dann noch für Abenteuer erlebten, das erzähle ich euch in einem anderen Video.